Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, geschätzte Zuhörer auf der Tribüne vor den Bildschirmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Heinisch-Hossek, Kollegin Gammon, Kollege Lindner, Kollegin Nussbaumer, es fällt mir auf, dass Kritik an diesem tollen Entschließungsantrag, wie wir ihn finden, vorwiegend sozusagen von linken Parteien oder insbesondere von der SPÖ kommt. Das ist eine Tatsache. Und eine Tatsache ist es auch, dass gerade ihr, die einen Gutteil an Gewalt an Frauen mitzuverantworten haben, ja, ich werde es Ihnen sagen, Sie haben 2015 zugesehen. Sie haben zugesehen, wie Migrationsströme nach Österreich gezogen sind. Sie haben rechtswidrig diese Ströme lassen und mitimportiert Gewalt von vorwiegend archaischen Familienverbänden und so weiter. Und das können Sie nicht leugnen, weil Sie brauchen sich nur den letzten Bericht des Integrationsfonds aus März dieses Jahres ansehen, wo genau beschrieben wird, wie Gewalt gegenüber Migrantinnen von Migranten ausgeübt wird, sei es jetzt die Genitalverstümmelungen, sei es Menschenhandel, sind es andere Delikte und im weitesten, entferntesten Sinne auch der Druck auf Kinder bereits in den Kindergärten, wie wir es kennen, dass sie das Kopftuch tragen. Wir haben Moral und Sitten aus anderen Ländern importiert, die mit unserer freien Gesellschaft nicht vereinbar sind. Und jetzt sind Sie hier und kritisieren die Maßnahmen der Regierung und sagen, es ist kein Geld da. Ich wundere mich schon jahrelang, weil ihr glaubt immer nur, mit Geld allein kann man die Probleme lösen. Meine Damen und Herren, das ist aber nicht möglich. Was wir machen, ist zum einen eine Botschaft zu geben. Wir geben die Botschaft, dass Gewalt gegen Mann und Frau und Kinder in Österreich nicht toleriert wird. Jeder dieser Migranten weiß das. Wir haben Gesetze verschärft, wenn es um Sexualdelikte geht. Und gerade ihr, der den ganzen Tag mit Unarbeiten oder Halbwahrheiten daherkommt, sagt jetzt sowas. Das kann ich auch gut verstehen. Weiters. Ja. So schaut's aus. Wir hingegen verwenden sowohl finanzielle Mittel, und das wollt ihr auch immer unter den Tisch kehren, nämlich 4,5 Millionen pro Jahr für das Doppelbudget. Das sind insgesamt 9 Millionen Euro, damit wir eben in der Lage sind, weitere Betreuungsplätze zu schaffen. Und das ist eine große Leistung, wie ich finde. Und was wir wollen, das ist das Vertrauen auch in den Jungen oder in den Migrantinnen herstellen, dass sie nicht allein gelassen werden, wenn sie sich dagegen auflehnen, dass sie in einer freien Gesellschaft wohnen wollen. Das ist es. Und glauben Sie mir, aus meiner persönlichen Praxis und aus vielen, vielen Fällen, die ich erlebt habe, weiß ich, wie schwer es für Frauen ist, die gerade aus diesem Milieu kommen. Null Toleranz gegen Gewalt. Unser Innenminister gebührt diesbezüglich wirklich ein großer Dank. Trotzdem zum Abschluss ein versöhnliches Wort. Auch wenn Sie Ihre Fehler ja offiziell nicht einsehen wollen und das Gegenteil behaupten, Sie stimmen diesem Antrag zu und letztendlich gebührt Ihnen auch dafür ein Dank. Die SPÖ habe mit Flüchtlingen auch sexuelle Gewalt mitimportiert, sagt der Freiheitliche Günter Kumpitsch unter lautem Protest der Opposition.